Guten Tag und willkommen zurück hier bei Dying Light 2. Es geht weiter hier im Versteck bei den Peacekeepern. Nicht, dass der Commander von jemandem aus dem Bazar getötet wurde. Wer sonst würde ihn tot sehen wollen? Was weiß denn ich? Lucas war nicht sehr erbrocken. Hat sich von keinem was gefragt. Hakon, bist du da? Was? Alter! Zum Glück lebst du noch. Ich will mir das anhören. Wurde geschnappt und befragt. Gut. Sie haben dich nicht getötet. Wir treffen uns draußen. Ja, okay. Ich wollte dem eigentlich gerade hier zuhören, was die da labern, aber er musste ja Hakon anfunken. Schade. Eigentlich auch egal. Aber wäre halt einfach nur sehr interessant gewesen. Ich habe mir auf jeden Fall ein paar DLCs runtergeladen. Halt die, die es zurzeit gibt. War ein bisschen nervig, weil das Spiel immer andauernd automatisch gestartet wurde, aber ich habe die da einfach mit Mitte Maus alle geöffnet, die DLCs, und immer auf Download geklickt, und es funktioniert, denke ich mal. Und es wurde zumindest angezeigt, yo, es ist freigeschaltet, guck dir das in seinem Versteck an. Und nee, es scheint nicht so, als wäre das freigeschaltet. Ist das Schuh oder ist es das? Nee. Ich weiß nicht, ob die Dinger das sind, aber ich glaube nicht. Ach, Moment mal, sind die gelben Sachen? Heißt das, dass die ausgerüstet sind? Oh, ist mir auch noch nicht aufgefallen. Aber gut. Ja, keine Ahnung, was da los ist. Ich habe auf jeden Fall, es stand dort auf jeden Fall, dass jedes DLC freigeschaltet wurde. Und dass ich zum Versteck gehen soll, um mir das anzuschauen. Aber anscheinend funktioniert es nicht. Gut. Ist auch egal, es sind quasi nur Kleidungsstücke. Und eine Waffe ist, glaube ich, auch dabei. Also mindestens eine Waffe. Und der Rest ist halt, sind halt Kleidungsstücke. Also ist jetzt auch nicht so tragisch, wenn das noch nicht im Spiel ist. Ich meine, die Waffe wird wahrscheinlich ein bisschen OP sein. Also ist vielleicht sogar besser, wenn wir das noch nicht haben. Und noch nicht benutzen können. Weil, ja, ich denke, es wird das Spiel nur unnötig leicht machen. Oder leichter machen. Und ja, gut. Brauchen wir nicht unbedingt. Helft uns bei der Untersuchung, dann helfen wir euch mit den Banditen. Ich sagte es doch schon. Niemand im Bazar hat was mit Lukas Tod zu tun. Und warum dürfen wir dann eure Häuser nicht durchsuchen? Wenn ihr so unschuldig seid, dann habt ihr ja auch nichts zu verbergen. Eure Schläge kommen nicht in unsere Häuser, Anderson. Dann versteckt ihr auch jemanden. Die Zeit wird knapp, Karl. Wenn ihr den Mörder nicht rausrückt, machen wir euren tollen Bazar dem Erdboden gleich. Wer Wind sät, wird Sturm ernten, Anderson. Übernimm dich nicht, du alter Sack. Aiden, komm, ich bin auf dem Dach bei der U-Bahn. Das hört sich nicht gut an. Ich denke, das wird noch echt interessant. Mit der Story, wer den Commander jetzt getötet hat. Glaube, das ist ja nicht einfach nur so ein Nebenstory, sondern das ist mit in die Hauptstory, mit in der Hauptstory verwurzelt. Hoffe ich zumindest. Das wäre auf jeden Fall sehr cool. Habe ich schon sehr heftig Bock drauf. Okay. Sag mir, was los ist. Was los? Also, was wollten sie von dir? Nicht viel, glaube ich, oder? Ach so, ja, genau. So, erstmal, warum warst du weg? Wenn du da gewesen wärst, wie du es gesagt hattest. Ho, ho, ich hab getan, was ich konnte. Ich wusste ja nicht, dass da noch andere Leute im Tunnel sind. Lukas Tod war ein Riesending. Die haben diesen Dreckskerl wie ein Vater geliebt. Aether hat nicht das Charisma von Lukas. Er wird viele Probleme haben. Mhm. Ja. Gut, er will auf jeden Fall, dass ich ihm helfe. Und ich glaube, ich soll ihm Schlagring zurückbringen. War das so? Aether sagte, er würde mich eventuell durch den Tunnel lassen, wenn ich ihm helfe. Was? Wobei sollst du ihm denn helfen? Er will, dass ich die Waffe von Lukas finde. Ja. Den Lazarus. Genau. Er war vom Tatort verschwunden. Er glaubt, wenn er ihn findet, findet er auch den Mörder. Der Lazarus, ha?
Ist so eine gepippte Schlagringsammlung, stimmt's? Ich kenne einen Typen, der mit Diebesgut und anderem Kram handelt. Ein Hehler? Teilzeit Hehler, Vollzeit Betrüger, aber recht ungeschickt. Die halbe Stadt ist wegen seiner Schulden hinter ihm her. Wenn einer in Villador dumm genug ist, eine Peacekeeper-Waffe zu kaufen, dann er. Wie heißt er? Hubert Cabazos, auch bekannt als Hubi der Halbaffe. Er baut seinen Stand jeden Tag im Windrad in der Nähe auf und wartet auf Kunden. Verkauft wohl Gras und Fusel an die PKs. Wenn du den Lazarus finden möchtest, dann sprich mit Hubi. Ich gehe ein paar anderen Hinweisen nach. Hubi der Halbaffe. Okay. In Verbindung bleiben. Oh Mann, ey. Ja, gut. Finden Sie den Schlagringdieb. Finden Sie Hubert. Wie? Wie heißt der jetzt richtig? Ach komm, egal. Wir sollen da drüben hin. Da, hallo. Gut, 140 Meter. Aber hier sind wohl einige Sachen, die es zu entdecken gibt. Na komm, mach. Deck dunkle Höhle. Okay. Was ist da drüben? Da ist wieder hinter der Mauer versteckt, oder was? Wow, toll. Ach. Können wir von hier aus sehen? Okay, wunderbar. Verlassener Laden. Nice. Und ich würde eigentlich noch gern das da drüben entdecken. Ich meine, das sind nur 80 Meter. Also, oder wenn überhaupt. Ja, jetzt sogar nur noch 60. Also ja. Kommen wir zügig hin. Also würde ich sagen, da laufen wir mal eben hin und schauen, was es da so gibt. Da unten gibt es... Ah, okay. Da unten gibt es irgendwas. Dunkle Höhle. Ja, okay. Kennen wir ja schon. Nur hier drüben soll es was Neues geben. Ein bekannter Ort. Oh, Alter. Noch ein Militärkonvoi, oder was? Ja, Mann. Alles klar. Und es wird mit Y geschrieben, nicht mit I. Holy shit. Ne, ich glaube... Ich glaube, dem sind wir auf jeden Fall noch nicht gewachsen. Wir brauchen Sprengstoff oder so. Oder irgendwelche Feuerfallen. Bevor wir uns mit denen anlegen können. Vor allem bei dem Großen bin ich mir halt sicher, dass wir den nicht machen können, bevor wir irgendwie Sprengstoff haben. Ihr habt ja gesehen, ich habe es probiert und da kamen immer irgendwelche Viecher nach. Und ich denke, wenn man hier das alleine spielt, dann kann man sich mehr Zeit lassen und so. Aber fürs Let's Play ist das, glaube ich, echt dämlich, das zu machen, bevor man Sprengstoff hat. Oder irgendwelche vernünftigen Waffen. Okay, was ist hier jetzt los? Oh, ist das cool. Ist das geil. Ja, okay. Aber wir müssen los. Das sind genau solche Details, die ich so extrem gerne mag. Wo man einfach mal neben der Story, neben allem, neben dem ganzen Geschehnissen... Einfach sich mal hinsetzen kann irgendwo, irgendwas begutachten kann oder was auch immer. Einfach nur geil. Aber gut, ist natürlich auch schwer, das mit ins Spiel reinzupacken, weil wenn man wirklich abwechslungsreiche Sachen haben möchte, dann geht das natürlich ins Geld, geht in die Leistung vom Rechner. Also kann ich natürlich verstehen, wenn man das nicht so gut hinbekommt. Aber ich denke, Techland
wird sich so gedacht haben, komm, wir kriegen das easy hin. Dying Light 2 jetzt bestimmt wieder richtig gut verkaufen. Also können wir uns das erlauben. Und sie hatten ja auch recht. Die hatten ja auch recht. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht mehr im Sinn. Aber zumindest vom Gefühl ist es auf jeden Fall so, dass sich Dying Light 2 sehr gut verkauft hat. Hier rüber da. Und hoch. Zack. Wer ist das hier? Ja, ja, ja. Was ist das da oben? Ich würde ganz gerne hoch. So ganz hoch, bevor wir... Hallo? Oh, da! Was war gerade los mit der Steuerung? Ich würde ganz gerne ganz hoch, bevor wir mit dem reden. Okay. Oh, darüber. Darüber, nice. Okay, das hat geklappt. Jetzt hier entlang. Okay. Wunderbar. Ein Stromkasten. Windrad der PKs aktivieren. Kancho Panzer. Ist nicht so intelligent, einen Balken durchzusägen, auf dem man sitzt, muss ich sagen, aber gut. Was haben wir jetzt damit bewirkt? Unsere Reputation bei denen höher geschraubt? Oder Gruppierungsgebäude. Das Aktivieren eines Windrads erschafft eine Sicherheitszone darum. Oh, das ist cool. Diese bietet einen Ruheplatz, der von UV-Licht geschützt ist. Durch ein aktives Windrad werden verlassene Gebäude zu Gruppierungsgebäuden. In diesen Gebäuden sind Händler zu finden und auch neue Quests, Herausforderungen und nachts eine weitere UV-Lichtquelle. Die Art des Gruppierungsgebäudes hängt davon ab, wer das umliegende Gebiet kontrolliert. Wenn sie es nicht bereits getan haben, müssen sie das Gebäude der Zone entweder den Peacekeepern oder Überlebenden zuweisen. Dadurch wird festgelegt, welche Leute und Quests darin zu finden sind. Oh. Hat das hinterher eine... Hat das was zu sagen, wem wir das zuschreiben? Wird das noch wichtig? Weil wenn die Peacekeeper Scheiße machen und wir denen das Gebiet überlassen, beziehungsweise die, das Gebäude... Oh, da ging Reputation hoch gerade, oder? Weil wenn die nur Scheiße machen und wir denen das Gebäude überlassen, dann haben wir sowas von Pech gehabt. Und hier hat sich ein Gebäude jetzt drumrum gebildet. Ja, alles klar. Die sind aber schnell im Bauen. Bist du Hubert? Nee, ich bin's nicht. Ich warte auch auf Hubi. Also stell dich hinten an. Verstanden. Weißt du, wann er hier sein wird? Vielleicht in einer Stunde, vielleicht in zwei. Bei dem Halbaffen weiß man nie so recht. Aber andererseits hat er den besten Fusel. Das Warten lohnt sich also. Tja, dann warten wir mal, oder? Ja. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Okay, interessant. Hey, bist du Hubert? Wer will das wissen? Mein Kunde. Ich will was kaufen. Hey, du bist der Fremde, den sie hängen wollten, stimmt's? Mhm. Moin. Hey, Hubi! Du hast einen besonderen Kunden. Der Pilger vom Bazar ist da. Warte, ich will nur etwas kaufen. Und er so, nee, nee, also, hau rein. Hubi, stimmt's? Sag mal, läuft dir nicht gerade jemand weg? Ja, gut. Klar. Dann würde ich sagen... Alter, hab ich mich gerade gemault. Holy shit. Alles klar. Aber gut, hier sind wir richtig. Scheint so, als könnten wir hier
echt gut hinterherlaufen. Und ich vermeide es auch mal. Ah, Alter. Ja, komm, zieh dich hoch. Vermeide es auch mal über. Ich frage mich, ob meine Familienpost endlich angekommen ist. Sachen drüber zu springen. Genauso wie hier. Wenn ich sage, sollte ich es auch machen. Einfach drum rumlaufen und fertig. Okay. Ich glaube, hier unten sind wir am schnellsten. Ist zwar oben cooler, aber ich kenne mich halt in der Gegend echt noch nicht so gut aus. Alter, was ein Ruckler. Holy shit. Also sollte ich das dann vielleicht auch eher sein lassen, dieses Parkour. Auch wenn es cool ist. Wo ist er? Ja. Dachte gerade, warum zum Teufel? Läuft der Timer weiter? Können wir... Nein, wir können da nicht lang, oder? Probier's. Scheiße. Scheiße. Das war... Also das war richtig scheiße. Ich dachte, ich kann mich da in diesen Lücken festhalten. Schlag doch zu, Aiden. Verdammt nochmal. Mach ihn weg. Wie zum Teufel habe ich das überlebt? Und wie kann ich die... Wie kann ich die Sachen unten wechseln? Geht das nur hier über das Menü? Austauschen. Man kann doch bestimmt durch die Sachen unten durchswitchen, oder nicht? Aber ich weiß halt noch nicht wie. Es wurde mir safe gesagt. Aber ich hab's vergessen. Richtig cool. Oh Mann, ey. Ja gut, dann schaue ich es halt nochmal nach. Wird ja bestimmt entweder irgendwo nochmal gesagt oder es wird. Es wird zumindest in Controls nochmal beschrieben. Ja, komm, gehen wir hier lang. Aiden, mach hinne! Scheiße! Alter! Wie schwach wir sind. Alter. Okay, komm. Jetzt sind wir in einer besseren Position. Ja, viel besser. Viel besser gemacht. Hubi. Hubert. Lass mich in Ruhe. Ich habe da bist du. Da bist du, mein Freund. Ey, ich will nur mit dir reden, Bro. Ich weiß nichts. Worüber? Ich hab dich noch gar nichts gefragt. Ich weiß nichts von gar nichts. Ich schwöre. Mir wurde gesagt, du wärst ein Hehler, hä? Ein Hehler? Niemals. Wiederverkäufer. Vielleicht. Ich suche nach dem Lazarus. Hat man Lukas gehört, dem verstorbenen PK-Commander. Und tu bloß nicht so, als wüsstest du nicht, wer Lukas ist. Gut, dann eben nicht. Weißt du etwas über den Lazarus? Machst du Witze? Selbst wenn mir jemand den Schlagring anbieten würde, würde ich ablehnen. Ich bin doch kein Idiot. Die Waffe ist viel zu heiß. Woher weißt du, dass der Lazarus ein Schlagring ist? Warum bist du vor mir geflüchtet? Weil alle 5 Minuten irgendjemand hinter mir her ist, Mann. Okay, vielleicht habe ich manchen Leuten einen Grund gegeben, wütend zu sein. Aber ich biege das wieder hin. Bald. Ganz sicher. Vielleicht. Woher weißt du, dass der Lazarus ein Schlagring ist, hä? Ich hab das nicht erwähnt. Komm schon. Jeder weiß von Lukas kleinem Handschuh. Er hat damit immer angegeben. Wenn irgendwer denken würde, ich hätte ihn, dann würde man auch denken, ich hätte Lukas getötet. Was Blödsinn ist. Aber jemand wollte ihn dir verkaufen, stimmt's?
Raus mit der Sprache jetzt. Hallo? Hör auf, um den heißen Brei zu reden. Sag schon, Sonster. Sie heißt Maya. Wir trafen uns im Wohngebäude am Meatpacking Square. Bei der alten Metzgerei. Ah. Aber mehr weiß ich nicht. Lass mich in Ruhe. Daneben stehen ein paar Armeebaracken oder so ein Scheiß. Na, ja, das finde ich. Alles klar. Hey, Hakon. Hubert sagte, jemand wollte ihm den Lazarus. Aber war klar, dass er den nicht hat. Kennst du eine Maya? Nein. Komisch. Eigentlich kenne ich alle Frauen hier. Ich gehe zum Meatpacking Square. Meatpacking Square. Abgefuckte Gegend. Da haben sie 23 ein paar Armeebaracken aufgestellt, kurz bevor alles vor die Hunde ging. Sie ist angeblich in einem der Gebäude, die dort stehen. Okay. Meld dich, Kumpel. Okay. Wenn wir hier schon am JRE-Gebäude sind. Wir können rein, ne? Ja, wir können rein. Sehr geil. Das ist hier kein UV? Doch. Okay. Wir haben ein Sperrgebiet betreten. Ja, ja, das weiß ich. Achtung, sie haben eine Dark Zone betreten. Kommen sie nachts wieder, wenn die Infizierten draußen auf der Straße sind. Ich hätte halt gerne das... Okay, hast mich überredet. Ah! Alter! Ja, okay, wir sollten ja echt nachts wiederkommen. Also tagsüber hier hinzugehen, kannst du eigentlich knicken. 158 Meter. Ich würde halt... Können wir uns das irgendwie... Das wird doch markiert, ne? RV-Genomzentrum. Okay. Ist da... Begegnung? Ach so, so ein... ja, so ein Event. Okay. Und zu meiner Linken sind noch viele unentdeckte Sachen. Verlassener Laden. Und die Sperrzonen werden immer mit... mit so einem Biohazard... Symbol markiert. Denke ich mal. Aber ich sehe gerade keine anderen. Da sind die so blass, dass man die einfach nicht sieht. Lassner Laden. Dunkle Höhle. Hä? Wir haben doch schon eins gefunden. Oder nicht? Militär. Da müsste doch eins sein. Ein GRE-Gebäude, oder nicht? St. Joseph Krankenhaus. Ha. Kann man das filtern? Z? Hallo? Ist es Y? Okay, cool, danke. Okay, GRE Anomalie, GRE Quarantäne. Okay, wir können es tatsächlich filtern. Das ist cool. Und da ist anscheinend eine und da. Okay. Dann schauen wir hier mal vorbei, wenn es Nacht ist. Und lassen den Ort erstmal hinter uns. Wir können ja mal, wir können auch mal so eine Tour machen. So eine Nachttour. Wo wir dann in die einzelnen Gebäude reingehen. Uns dann auch mal die Läden anschauen. Ich weiß nicht, wechselt Tag, Nacht immer automatisch? Weil ich... weiß jetzt nicht, ob das automatisch wechselt, weil es wurde, glaube ich, gesagt, oder ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, ja, das ist jetzt gar nicht mehr so, wie heißt? Scheiße, ey, mir fällt das Wort nicht ein. Genau, dynamisch. Das ist jetzt gar nicht mehr so dynamisch, weil der Tag-Nacht-Rhythmus
nicht mehr von alleine wechselt, sondern man muss schlafen gehen oder es ist mit der Quest verbunden. Also mit der Hauptstory verbunden. Ob es Tag oder Nacht ist. Also das fände ich irgendwie schwach. Weil man könnte es ja auch so einrichten, dass es einfach automatisch wechselt. Und wenn es für eine bestimmte Quest Nacht sein sollte, oder Nacht sein soll, dann... Ja gut, ich wollte gerade sagen... Okay. Wenn es für eine gewisse Quest Nacht sein soll, dann könnte man das so machen, dass man dann einfach sagt, yo, wir warten. Wir müssen hier warten, bis es Nacht ist. Aber es könnte ja auch sein, dass es eine Situation gibt, in der es Nacht sein soll, wo es nicht geplant ist. Bin ich gerade am Überlegen, wie man das machen könnte. Man könnte vielleicht die Zeit schneller verlaufen lassen. Eventuell. Oder durch eine Cutscene lösen. Obwohl ich ja... Okay. Obwohl ich ja schon gesagt habe, ich mag das nicht so gerne. Wenn es so viele Cutscenes gibt. Ja, ich weiß nicht, ob wir da reinkommen oder wie wir da reinkommen. Das ist auf jeden Fall ein Hemmstoffbehälter hier, ne? Aber wo genau? Ist halt die Frage. Ich denke mal in diesem Gebäude, wo ich hier gerade draufstehe. Aber wie komme ich hier rein? Einfach gar nicht, oder was? Ne. Das geht nicht. Das ist auch nur ein Fensterladen auf. Fensterläden. Sind die Fensterläden auf? Nicht das Fenster selbst. Vielleicht kommen wir durch die Tür rein. Mal schauen. Aber da müssen wir erstmal den hier wegmachen. Gut. Das wäre damit getan. Und nö. Da ist nichts. Ist einfach eiskalt. Nichts. Er hat auch die längsten Arme, ne? Er hat einfach die längsten Arme. Aber kann sich dann nirgendwo festhalten, wenn man irgendwo runterfällt. Alter, ne? Okay, 45 Meter, komm. Wir gehen weiter. Keine Ahnung. Bevor ich jetzt hier... Ich würde, wenn ich hier alleine spielen würde, würde ich hier weiter rumsuchen. Aber so fürs Let's Play habe ich schon so oft erwähnt. Im Stoffbehälter in der Nähe. So ist es einfach ein bisschen kacke. Wie weit ist denn der Radius davon? Wäre auch noch interessant zu wissen. Oh, hier. Im Questbereich. Okay, hier sollen wir sogar hin. Irgendein Vieh böllert hier rum. Alles klar, Alter. Fuck, hört sich das geil an. Geiles Sounddesign. Begegnung fehlgeschlagen. Ach so. Okay. Das ist nur ein Event gewesen. Ich dachte, das wird die Quest betreffen. Ja, als ob da einfach zwei Pillendosen sind. Tyler. Kein Wasser, ja. Okay. Wollte ich aber auch nicht anmachen. Teufel? Was ist hier los? Und wo muss ich überhaupt lang? Suchen Sie nach Maya.
Ach, guck mal. Ich Idiot. Hier. Hier ist ein Hemmstoffbehälter. Nice. Schutzbrille, Aufputschmittel. Hemmstoff. Nice. Ach, guck mal. Moin. Hey, Kinder. Ich suche eine Frau, die Maya heißt. Ja, was ist so witzig? Maya ist keine Erwachsene. Sie ist nur ein stinknormales Mädchen. Okay. Du hast versucht, Hubert eine PK-Waffe zu verkaufen? Ja, aber der Arsch wollte sie nicht. Ist total durchgedreht und hat mich zum Teufel gejagt. Wie bist du an eine Peacekeeper-Waffe gekommen? Wir alle haben sie gefunden. Ich bin mit diesen Spinnern über die Leiche gestolpert. Passiert öfter. Alles klar. Tot. Wir haben ihn durchsucht. Ich habe mir dieses Metallding genommen, weil ich dachte, dafür kriege ich sicher noch ein nettes Sümmchen. Ja, nö, den wird sie uns garantiert nicht geben. Beziehungsweise sie hat ihn schon weggepackt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie ihn entweder verkauft oder irgendwo versteckt hat, weil sie Angst hatte, dass sie sie hat das wahrscheinlich mitbekommen, dass alle nach dem Ding suchen, beziehungsweise dass sie möglicherweise angeschuldigt werden könnte für einen Mord. Maya? Obwohl sie ein Kind ist. Ich brauche diese Waffe. Sie ist sehr wichtig. Du erwartest, dass ich dir dieses Dingsbums einfach so gebe? Bist du irre? Der echte Name von diesem Dingsbums ist Lazarus. Und es gehört einem sehr wichtigen PK. Wenn ich es nicht zurückgebe, könnte es Krieg geben. Du kannst uns helfen, einen Mörder zu finden. Ich biete doch einfach was dafür. Ich gebe dir das blöde Teil. Aber für 500. Was sind 500? Das ist ziemlich viel, ne? Handle. Es ist ein Kind. Wir können sie einfach wegnehmen. 500? Bist du übergeschnappt? Und überhaupt? Wofür brauchst du so viel Geld? Von welchem Stern bist du denn? Wir haben kein Wasser. Wasser kostet Geld. Maya, das ist gefährlich. Willst du, dass die PKs dich verhaften? Gib sie sofort her. Na gut. Eben. Das wollte eh niemand kaufen. Und ich habe mich dran geschnitten. Kann man sich am Schlagring schnappen? Ach so, sind da Klingen dran. Okay. Geht doch. Wird ja trotzdem was geben. Aber halt keine 500. Alter. Jetzt mal ohne Witz. Wir haben... Wie viel haben wir? 635. Also jetzt... Aus den 10 Stunden, die wir... Über 10 Stunden, die wir gespielt haben... Haben wir 635 Coins oder was auch immer das ist. 635 Geld. Ja, nee, 500, nee. Und auch keine 250. Hätte wahrscheinlich, keine Ahnung, 20 gegeben oder so. Oder wäre ich in der Situation gewesen, so live, hätte ich ihr vielleicht sogar 200 gegeben. Aber so im Spiel würde ich schon so sagen, nee, erstmal ausprobieren, ob man das for free kriegt. Und ja, anscheinend schon. Na gut. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich für deine Kooperation. Und bei euch bedanke ich mich fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis demnächst. Und ciao.